So sieht ein Shiny aus in Pokémon Mystery Dungeon DX. Und damit erstmal willkommen zu einer kurzen Folge. Also ich hoffe, sie wird auch sehr kurz, aber mein Gefühl sagt mir, dass ich jetzt für dieses eine Shiny bereits um die eine halbe Stunde wahrscheinlich quatschen werde. Denn das Spiel hat neue Features und am Anfang direkt mal die Frage, warum zum Teufel gibt es nur 27 ausgewählte Pokémon, die Shiny sein können? Ich habe das nicht verstanden, die Infos hatte ich auch schon vor einigen Wochen. Wollte aber erstmal abwarten, ob das dann vielleicht doch nochmal nachgepatcht wird. Aber nein, es gibt wirklich nur 27 Pokémon. Ich werde euch mal die Liste der Pokémon irgendwo noch mit reinklatschen. Und die gelesen haben, 28, naja, 28 ja, weil es gibt halt auch noch Mega-Evolutionen. Da zählt man die wohl mit rein, aber es sind wohl 27, so wie ich das verstanden habe. Und eins davon ist eben Galoper. Ich bin am Anfang des Spiels, ihr seht es rechts oben, da ist mein Level 14. Ich bin super schlecht vorbereitet und werde dieses Shiny da oben auf gar keinen Fall fangen. Auf gar keinen Fall, weil mir fehlt ein Sympathieband. Dann habe ich auch keinen Platz, um das Pokémon aufnehmen zu können. Denn anders als im Vorgänger läuft das hier so ab. Man muss Geld ausgeben, um Camps zu kaufen. Und in diesen Camps wollen die Pokémon, ja, wie der Name schon sagt, kampieren. Und habe ich eben kein Camp, dann kann ich das Pokémon nicht aufnehmen. Es gibt unterschiedliche Camps aus unterschiedlichen Regionen. Knackleon zum Beispiel will vielleicht nur in einem Camp wohnen, was in der Wüste ist. Und so habe ich eben zig Dutzende Camps, die ich mir kaufen kann. Und wenn Galoppa jetzt eins der Pokémon ist da oben, nehmen wir mal an, ich würde es jetzt mit ziemlich viel Glück dazu bringen, dass es sich mir anschließen möchte, dann kann ich es trotzdem aber nicht abgespeichert in meinem Team lassen, weil ich höchstwahrscheinlich das Camp für dieses Pokémon noch nicht habe. Was ist eine entwickelte Form und die Camps kosten eben schweinemäßig viel Geld und ich bin am Anfang und habe noch kein Geld. Also egal was ich mache, ich werde es nicht fangen können. Das ist so frustrierend und es ist genauso frustrierend, weil mir kein Mensch sagen kann, warum es nur 28 Shiny gibt. Meine Vermutung, es sieht so aus, ihr seht oben über dem Kopf von dem Pokémon, da ist ein Symbol. Wir sehen es auch unten links auf der Minimap. Das ist so eine Art extra starker Boss. Und mein Gefühl sagt mir, dass diese Shiny Pokémon alle über diese Art Bosse fangbar sind. Die können auch einfach so in einem normalen Dungeon aufkreuzen, in Shiny. Aber ich denke, der Sinn dahinter ist, und deswegen haben sie vielleicht auch nur 28, das sind so extra Herausforderungen, denn die Shiny-Pokémon, die haben mehr Lebenspunkte, sind also härter zu besiegen. Und wir machen jetzt Folgendes. Ich versuche natürlich trotzdem, dieses Pokémon irgendwie zu bezwingen, dass es sich mir anschließt. Wer jetzt wissen möchte, wie lange ich gebraucht habe, ich habe es jetzt natürlich nicht bewusst gefarmt. Das ist mein zweiter Boss. Und das war jetzt ein Shiny. Also 1:2. Ich habe online noch keine Zahlen gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie hoch die Chance ist. Aber ist auch eh egal, weil wir können es eh nicht fangen. Na egal, dann gucken wir mal. Ich mache jetzt Folgendes. Und zwar, ich muss hier erstmal raus. Das Ding ist, meine Teamkollegen, das ist zum Beispiel auch neu, dass ich alle Pokémon, die sich mir in einem Dungeon-Durchlauf anschließen möchten, bleiben auch im Dungeon und kämpfen an meiner Seite. Ich habe keine Ahnung, was die maximale Anzahl ist. Also es wäre schon witzig, wenn ich so ein 50-Mann starkes Pokémon-Team habe, was ich in einem Durchgang hier mitschleifen kann. Und dann, wenn der Durchgang beendet ist, dann sagen die alle Ade und ich fange beim nächsten Durchlauf wieder mit meinen 2 bzw. 3 oder eben mehr Pokémon an. Ja, das ist eben auch neu. Aber wir machen Folgendes, und zwar, ich werde den zum Einschlafen bringen. Es gab nämlich einen Tipp, nämlich einen schönen Stab, den ich hoffentlich jetzt ausgerüstet habe. Hier, Schlafzweig, werde ich direkt mal benutzen. Schwinge ich mal. So, er ist eingepennt und ich hoffe, nein, guck mal, die gehen hin. Die gehen hin und wollen es angreifen. Dann machen wir was anderes. Dann, ich muss die Attacken ausstellen. Die sollen nicht angreifen. Oh, ich kann das nur bei meinen dreien einstellen. Das ist Käse. Dann habe ich ja erst recht keine Chance. Die machen das Pokémon platt. Und ich kann nichts machen. Vielleicht so. Ja.
Okay, da wurde ich jetzt direkt mal gegen attackiert. Ich weiß nicht, ob es ein Quit war. Wir haben dreimal getroffen. Wir werden ihn wahrscheinlich so 10 bis 15 Mal treffen müssen. Ich habe ihn ja schon mal besiegt. Ich weiß nicht, ob das Shiny-Pokémon sogar noch stärker ist als die normale Form, der normale Boss. Aber der teilt ganz schön viel aus. Dann machen wir es nochmal. Wir werden ihn wieder zum Einschlafen bringen und dann habe ich ja auch Gott sei Dank ein paar Heilsachen noch mitgenommen. Aber ist doch schön, dann habe ich jetzt per Zufall eben ein Shiny gefunden. Dann kann ich das heute direkt mal als Folgenstart hochladen, damit ihr auch mal seht, wie das aussieht. So, Tunnel hat KP-Knappheit bemerkt. Ja, das Spiel hat eine, so wie es aussieht, gute KI. Also immer, wenn irgendwas auf mich draufgehauen wird, Negativzustand oder sonst irgendwas, dann können meine Teamkameraden mich heilen tatsächlich, ohne dass ich irgendeinen Zug verschwenden muss. Jetzt hat er verfehlt. Er hat doch nur eine Runde geschlafen, das hat er dann gar nichts gebracht. Wir machen es nochmal mit Schlafzweig. Ich meine, wir haben ja 10 Stück. Ich denke, das wird der Schlüssel zum Erfolg sein. Also es wäre Mist, wenn der jetzt immer wieder nur einmal eine Runde pennt. Weil dann bringt es mir ja nichts. Weil ich gewinne dadurch keinen Zug. Dann könnte ich auch jetzt angreifen. Er muss mindestens zweimal schlafen, sonst bringt mir das nichts. Ich will ja einen Vorteil draus haben. Jetzt hat er geschlafen. So kann es weitergehen. Manchmal können wir auch zweimal angreifen. Schön! Das war jetzt gerade ein Scherz, oder? Das war doch jetzt echt gerade ein Scherz. Ich mache hier die Hunderten von Schadenspunkte und das Elekid greift einmal an, 6 Schadenspunkte, der ist besiegt und ich kann den nicht aufnehmen. Ja, schöner Scheiß, aber es wäre sowieso nicht gut gegangen. Weil ich sag nochmal, wir hätten es auch eh nicht aufnehmen können. Ich guck mir dann danach mal an, wenn wir hier aus dem Dungeon draußen sind, wie die Bedingung gewesen wäre, um Galoppa aufnehmen zu können. Ich bin mir sicher, wir hätten es auch so nicht geschafft, weil mir hätte die Kohle gefehlt. Deswegen, ich versuche mal hier ganz schnell durchzuwaschen, dass wir mal durch das Dungeon kommen. Da ist auch die Treppe, super. So, den nehmen wir noch mit. Knilz ist starr vor Hunger. Man hat übrigens, was ich schon mal gut finde, es gibt hier über 400 Pokémon, die man sammeln kann. Also zum Sammeln ist es ein sehr cooles Spiel und man hat mehrere Möglichkeiten, an die Pokémon zu kommen. Jetzt zum Beispiel, das hier ist gerade ein Zufalls... Ja, kann man sagen, Drop wollte ich fast sagen, aber eher eine Zufallsbegegnung. Und zwar Knilz war jetzt keine Aufgabe, die ich bekommen hatte, durch eine Quest oder so. Das war jetzt purer Zufall, dass der jetzt hier kurz am Verhungern war. Ich gebe dem einen Apfel, der schließt sich mir an. Und weil ich so nett war, dass der jetzt nicht verhungern musste, bleibt er eben auch jetzt bei mir im Team. Also ich musste nicht besiegen extra. So komme ich auch an viele Partner-Pokémon, die sich einfach einem anschließen. Und das ist schon cool, weil dann musst du nicht jedes Pokémon auf die gleiche Art rekrutieren. Das nimmt viel Arbeit ab. Das ist auch nur eine zweite Möglichkeit. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, und zwar, wenn du eine Quest annimmst. Ah, gucken wir uns gleich an. Wir gehen das mal die Belohnungen durch. Wir kriegen Verhöhner. Oh, eine TM. Das ist die erste TM, die ich bekommen habe. Und Tunnel will sich anschließen. Brauche ich aber nicht, denn ich habe ihn schon einmal. Dafür kriege ich Kohle. Ich nehme viel lieber die Kohle. Und Mediti brauche ich auch nicht. Habe ich auch schon. Man würde übrigens hier an dem Bildschirm schon erkennen, ob das ein Pokémon ist, was man schon hat oder eben nicht. Hier, da ist ein rotes Ausrufezeichen. Das habe ich noch nicht. Und ich habe mir diese Treibsandwüste eben auch vorher gekauft, dass ich Knackleon jetzt anschließen kann. Und damit habe ich wieder ein neues Pokémon dazu gewonnen. Wir haben sogar nochmal einen Tunnel. Ich hoffe, der gibt mir nochmal sehr, sehr viele Poke-Coins. 194. Und Knilz. Knilz habe ich auch noch nicht. Entschärfen. Und er kann sich niederlassen im Pilzwald. Finde ich gut, im Pilzwald habe ich mir kurz vorher gerade frisch noch gekauft. Ich hätte es auch nicht machen können. Dann hätte ich jetzt Knilz nicht mitkriegen können. So, das kennen wir ja noch. Jetzt kriegen wir die ganzen Belohnungen, wir kriegen ein paar ja, Erfahrungspunkte für unsere Retterrangleiste.
Und sie ist auch fast gestiegen. Vielleicht schaffen wir es sogar jetzt schon auf den nächsten Rang. Oh, zu eigener Schal. Zu eigener Schal klingt so, als wenn es ein Item wäre, dass sich die Pokémon mir einfacher sich anschließen werden. Ich hoffe, das wäre ziemlich cool. Und das meine ich. Das ist jetzt auch eine Questbelohnung. Wenn bei der Questbelohnung als Belohnung steht etwas Besonderes, also kein Item, da steht wirklich die Bezeichnung etwas Besonderes, dann heißt es immer, das Pokémon will sich dann euch anschließen. Also immer schön die Questtafeln angucken und dann hat man eben auch Glück und kriegt eben so über die kurze oder lange Zeitdistanz eine wirklich hohe Ausbeute an Pokémon, die sich einen anschließen. Und das ist cool. Und wir kriegen sogar eine Rangerhöhung. Bronzerang. Was haben wir? Wir haben mehr Plätze in den Camps. Ich kann mehr Aufträge annehmen, finde ich richtig gut. Mehr Teams kann ich zusammenstellen. Und die Sammelbox wurde auch erhöht, die Kapazität. Und ganz, ganz viele Items. Mobile-Statue. In der Nähe des Infobretts wird eine Statue von Mobile errichtet. Schau morgen mal vorbei und sieh dir an. Vielleicht fühlt sich Mobile durch die Statue ja geschmeichelt und taucht unerwartet in einem Dungeon auf. Mobile ist übrigens auch ein Shiny-Pokémon. So, und jetzt gehe ich pennen. Momentan bin ich immer noch bei einer Quest, wo ich es mit einem Gengar-Rüpel-Team aufnehmen muss. Und ich muss das aber nicht machen. Weil ich habe anscheinend dann doch sehr viel Zeit. Shiggy sagt jetzt auch noch, Mensch, ach, hat ja gestern nicht geklappt, dann machen wir es heute. Weil irgendein Pokémon ist da in Gefahr, aber ist anscheinend Wurst. Weil ich habe ja schon so viele Tage lang irgendwas anderes gemacht. Und die haben die Ruhe weg. Ich könnte auch mir eine Woche Zeit lassen. Ja, und die sollte man auch immer wieder lesen. Dann gehen wir nochmal zur Questtafel. Das war das Besprochene auch. Ach, hier, guck mal, da ist er. Da ist er, die Mobile-Statue tatsächlich. Und ab jetzt kann ich Mobile in Dungeons begegnen. Und ich glaube, Mobile an sich kann nicht shiny sein, aber die Entwicklung, Mobilbaum, die kann shiny sein. So, und hier ist das Infobrett, da sind unsere ganzen Aufträge. Vielleicht haben wir ja irgendwo nochmal, oh, das ist auch neu, Aleatoskop. Hole ich mir sofort, nehme ich schon mal an, die Quest. Brauche ich alles. Top-Elixier, perfekter Apfel ist ebenfalls gut, genau wie das. Ja, das brauche ich alles nicht, das ist nicht so interessant. Haben wir diesmal nicht, schade. Wir haben jetzt diesmal keine Quest, wo als Belohnung steht, etwas Besonderes. Das wollte ich euch gerne zeigen, aber so funktioniert es. Also entweder man besiegt ein Pokémon und hat eben die Chance, dass es sich dir anschließt. Oder du findest per purem Zufall eins im Dungeon, gibst ihm einen Apfel oder irgendein anderes Ereignis findet statt und das schließt sich ja einfach so an. Oder Variante 3, man hat es in der Quest. Einfach mit drin und kann so seinen Pokédex komplettieren. Und das werde ich jetzt mal kurz sortieren. Nach Standard, denn wir hatten doch irgendeinen coolen Zueignerschal. Genau, da ist er ja schon. Dann möchte ich es gerne mal abholen. Da. Attacken auf seinen Träger werden auf ein benachbartes Pokémon umgeleitet. Okay, das ist doch nicht das, was ich gedacht habe, dass es war. Macht aber nichts. Tja, so funktioniert es, Leute. Das ist Pokémon Mystery Dungeon. Also, ich weiß nicht. Ich bin schon irgendwie enttäuscht, dass es nicht so Shinies sind, wie man sich das vorgestellt hat. Aber das hat mit Shinies nichts zu tun. Da hätten sie auch Krypto-Pokémon einfügen können, die als Bosse in den Dungeons nehmen. Und es wäre genau das Gleiche. Weil, ich weiß nicht, also ich habe jetzt wirklich, ich meine, ich bin Shiny-Jäger und ich mag Shiny-Jagden und ich werde mich hier natürlich auch die ganzen Shinies irgendwann holen. Aber das wird dann zum Schluss interessant, wenn ich auch wirklich eine realistische Chance habe, dass sie meinem Team beitreten. Jetzt am Anfang ist das ja eher eine Bestrafung, wenn du da einem Shiny begegnest. Echt schade. Und dann sind die Shinies hier nur so eine Art Bosse. Das ist doch echt Mist. Da hast du 28 ausgebildete Pokémon, die halt irgendwie eine Art Boss-Funktion haben. Also ich finde das richtig blöd. Und ihr habt es ja gesehen, der Sparkling-Effekt, der war jetzt auch nicht so mega bombastisch, dass man da einen riesen Aufwand hinter verbergen konnte. Und warum nicht das so programmieren, dass das per Zufall einfach in einem Dungeon auftaucht? Also das geht in meine Birne nicht rein. Ich kann so oft drüber nachdenken, wie ich das auch mache. Ich frage mich wirklich, die haben die Chance auf Shiny Pokémon und schaffen es aber nicht, das hiermit zu implementieren. Ich meine, das ist doch nur eine andere Farbpalette.
gib doch jedem Pokémon irgendeine andere Farbpalette und mach da diese kleinen, blöden Bling-Bling-Effekte mit rein. Das wird doch programmierbar sein. Ich meine, die haben es doch bei Pokémon Schwert und Schild auch geschafft. Und das Spiel ist doch viel aufwendiger. Kann mir keiner erzählen, dass das die Switch nicht hergibt. Aber das ist wirklich schwach. Das ist eine total schwache Leistung. Also, ja, gefällt mir persönlich überhaupt nicht, wie sie das hier mit den Shinies gemacht haben. Es ist zwar cool, dass mal ein paar Shinies drin sind, aber das ist, naja. Also ihr hört schon raus, da ist pure Enttäuschung einfach in meiner Stimme. Und hier ist nochmal die Camp-Liste oder die Camp-Liste. So, das meine ich. Und jetzt muss hier nämlich irgendwo drin stehen. Jetzt könnte man, nee, wir machen das mal anders. Ich gehe mal auf die Pokémon-Liste, denn jetzt haben wir ja Galoppa einmal besiegt. Jetzt können wir gucken, wo es nämlich sich auch, hier, Glutebene. Und das ist nämlich der Witz. Ich hatte vorher ja keine Kohle. Ich habe jetzt durch den Dungeon-Durchlauf wieder Geld und kann mir die Glutebene holen. Und hätte sich jetzt Galoppa angeschlossen, hätte ich es nicht mit aufnehmen können, weil ich nämlich das Camp für die Glutebene noch nicht hatte, aus purem Geldmangel. Das ist doch so scheiße. Das ist doch so, so scheiße. Ich meine, jetzt kaufe ich es mir natürlich. Das heißt, falls ich nochmal einem Galoppa begegne, dann weiß ich, okay, jetzt kann ich es auch dann wirklich rekrutieren. Jetzt habe ich zumindest eine realistische Chance. Und jetzt frage ich mich, okay, gehe ich jetzt nochmal in das Dungeon rein, um vielleicht nochmal einem schillernden Exemplar zu begegnen? Wenn ja, gehe ich vielleicht alleine rein, mache da einen Solo-Durchgang? Weil es ist ja gefährlich, ich hab's ja gesehen. Das reicht ja aus, wenn da ein Vollhorst von meinen Kameraden eine Attacke spammt und dann ist das Pokémon besiegt und es kann sich dann nicht mir anschließen. Das ist ja die Gefahr dabei. Ah, es ist schon echt Mist. Aber so wie es aussieht, ist Galoppa als Supergegner immer in dem Dungeon. Also wer farmen möchte, der wird sehr wahrscheinlich irgendwann anfangen, genau diese Dungeons mit den Supergegnern farmen zu wollen, um dann irgendwann eben auch das Shiny zu bekommen. Ja, wem es gefällt, also ich verstehe wirklich nicht, warum. Supergegner sind völlig okay, warum denn nicht? Mach doch seltene Gegner rein, die du nur auf diese Art und Weise bekommen kannst. Aber warum sind ausgerechnet nur die Supergegner dann Shiny? Vielleicht stimmt es auch gar nicht, vielleicht gibt es ja auch nicht nur Supergegner Shiny. Aber mein Gefühl sagt mir, dass genau diese Auswahl an Shinies, die wir haben, auch höchstwahrscheinlich als Supergegner in den Dungeons vorzufinden sind. Ja, bin ich enttäuscht, muss ich echt zugeben, ich bin dann wirklich enttäuscht. Ich spiele es trotzdem, weil ich habe gestern noch gemerkt, das Sammeln und Komplettieren dieser ganzen Listen, das macht schon Spaß. Und ich freue mich auch auf die End-Dungeons. Aber die Shinies, die sind hier echt Murks. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und mal gucken, wann wir irgendwann eine neue Folge machen, weil das Spiel bietet sich echt an für einen Stream. Das könnten wir durchaus einmal machen. Aber das erstmal zu den Shinies. Das waren meine Erfahrungen, der Einblick für diejenigen, die sich überlegen, sich das Spiel zu kaufen. Überlegt's euch, denn wer das Spiel nur für die Shinies nicht kaufen möchte, der wird enttäuscht sein. Das ist ganz einfach so. Wer aber nochmal ein Remake ein bisschen besser haben möchte, ja, der kann ja zugreifen, weil wir haben ja viele neue Pokémon mit drin. Und macht auch vom Gameplay her mir persönlich trotzdem Spaß. Nur die Shinies, die haben mich enttäuscht. Das ist eben der große Unterschied. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und zu gucken, wen es bis hierhin interessiert hat. Und euch dann erstmal noch ein schönes Wochenende. Rinjaun und tschüss.